Hat mir hier nicht irgendwo so ein... Hat mir hier nicht ein, irgendwo ein, der... uns Geld aufs Schweizer Nummernkonto bringt? Anscheinend nicht. Was wird denn als nächstes gebaut? Das hier? Nein. Das hier? Auch nicht? Dann könnte mal wieder ein Schiff ankommen, ne? Wie sagte meine Baumwollfarm hier eigentlich? Ach so, war Saatgut denn hier überhaupt gut? Minus 87 durch Arbeiter. Leute, mehr Arbeiter. Mehr Arbeiter. Mehr Arbeiter. Mehr Arbeiter. Oh, hier sind Sachen gestiegen. Und zwar die Sicherheit. Ah, schönes Ding. Arbeitslose haben wir nur noch 8. Oh, minus 30 durch Lage. Na, das Ding kann keine Effizienz haben. War nicht so gut, was wir gesagt geändert haben. Also, nochmal Zucker. Was bringt mir denn meisten Export? Zucker bringt Standard 800. Kaffee bringt Standard 1300. Naja, weißt du was? Du gehst doch wieder auf Kaffee. Schade, ich dachte, das hätte wenigstens einigermaßen vernünftig, aber nein. So. Das wird nicht gebaut. Das wird nicht gebaut. Das wird nicht gebaut. Bist du schon fertig? Ja. Warum baut ihr denn momentan nicht? Ach doch, ihr baut mir das Krankenhaus. Ich mag diese Adriana nicht, Presidente. 2 Fischereihäfen. Einen habe ich doch schon. Naja, neue Fischereihäfen, doch nicht direkt gleich 2 Stück, oder? Wo haben wir die denn? Da, wo haben wir jetzt hier noch Fisch? Muss ich den ja schon... Stellen wir den dahin. Straße. Von da bitte nach da. Nach da. So. Die Alliierten überweisen ihnen. Ich wollte mit den Alliierten irgendwas handeln, ne? Rum. Stoff. Eisen. Das ist nicht bei den Alliierten. Auf was wollte ich jetzt aufbauen? Zigarettenfabrik. Und oder? Ach man, rum. Nein. Stoff habe ich auch nicht. Kakao, ich brauche überall mindestens 70. Ihr könnt mich doch mal gerne haben.
8 Türme, 3 von 5, 4 von 5. Warum brauchen wir Kliniken? Hört auf zu jammern, Leute. Mir steckte mal ein Seeigel am Fuß. Und bin ich in eine Klinik gegangen? Nein. Und als mich dann ein liebes, tolles Lama angriff, als ich gerade den Seeigel entfernte und ich's vertreiben musste, bin ich da heult in die Klinik gerannt? Nein. Und als ich dann quer über die Insel fliehen musste, weil das Lama Verstärkung geholt hatte, in Stöckelschuhen? Nein. Ich bin zu meinem geheimen Rumlager und hab's leer getrunken. Das sollte jeder in Tropico machen, statt wie ein Weichei in die Klinik zu rennen. Ja, ist richtig. Renn du mal zu deinem Rum und sauf ihn aus. So, was können wir denn noch verbessern? Obdachlose. Wohnungen können wir verbessern. Was kostet hier eigentlich eine Modernisierung? 2160. 2160. 2160. Okay, da kannst du natürlich gleich ein Haus bauen. Ist natürlich wesentlich effektiver. Das setzen wir mal hier bei der Polizeiwache mit hin. So rum oder so rum. Zwei davon. Damit sind wir auch wieder relativ pleite. Wie viel Ausgang habe ich denn beim nächsten Mal? Oh. Fleisch und Milch. Zuckerkohle, Mais. Eigentlich müsstest du auch mal mehr Geld kriegen, ne? Was wird denn hier als nächstes gebaut? Ah! Das Ding bleibt noch. Gut. Neue Fischereihäfen, 0 von 2. Was soll ich denn hier noch einen zweiten hinbauen? Das ist ja aber 5 bei. Es kamen 3 Gastarbeiter, ja, das ist richtig. Ach, der Wachturm ist ja auch schon fertig. 17 Bürger kamen in Tropico an. So. Damit können wir jetzt die Gesundheit verbessern. Die ist nicht auf 1. Wohlstand benötigt mittellos. Krankentrakt erhöht die Geburtenrate auf der Insel um 10 auf maximal 50%. Okay. 12.000 hat der Frachter gebracht. Na, das ist ja jetzt eben nicht so viel, ne? Was haben wir hier? Eisen. Was sagt denn beide Politik? Was sagt beide Politik bei den Alliierten? 60. Oh, den Nix haben wir dann ja 70, ne? Ihr neuer Stabschef, General Penultimo. Eine perfekte Geschäftsgelegenheit. Riesige. Aber hier kommt auch irgendwie kein Eisen so richtig an. Eisenausgang 1800. Kohle, Mais, Fisch, Fleisch, Milch, Blankenzucker, Tabak insgesamt. Ah. Man könnte jetzt natürlich auch noch sagen, dass wir hier ein Transportbüro hinstellen. Alle Arbeitsplätze in der Nähe und so weiter. Das ist natürlich interessant, wenn man ein Farmgebiet oder Industriegebiet hat, wo die Leute dann hinkommen, ne? Na gut, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die müssen doch schon relativ weit fahren, um ihre Sachen zu machen. Fürchten Sie mich, aber gehorchen Sie mir. Hola. Es ist gar nicht mal so einfach. Man könnte natürlich wirklich noch ein Transportbüro bauen. Wir können das auch einfach mal erhöhen. Dann arbeiten die noch ein bisschen effektiver erstmal. Und sonst müssen wir noch irgendwo ein Transportbüro hinbauen. Feed 12. Feed minus 11. Ja, auch keiner mehr drinne sitzt. Also ihr beschwert euch über Obdachlosen, Mist.
Dabei sind hier teilweise gar keine Leute drinne. Ja, beschwert ihr euch über Obdachlose? Leute. Müssen euch die Häuser jetzt erstmal modernisieren oder was? Oh nee, Leute, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ihr wollt wirklich modernisierte Gebäude haben? Aber hier wohnt schon mal keiner mehr drin. Und ihr beschwert euch. Obdachlose, Obdachlose. Ja, dann geht doch mal hier und, ach Mann. Modernisieren. Modernisieren. Präsident, in Übereinstimmung mit Paragraph 70 fordere ich Sie gemäß Absatz 3c dazu auf, eine Zusatzvereinbarung in die Tarifgesetzgebung aufzunehmen, nach der General Penultimo jedes Jahr eine Gehaltserhöhung erhält, die einem Viertel seines Gewichts bzw. seines Bauchumfanges entspricht, wobei gemäß Paragraph 28 Absatz 9b der höhere Wert ausschlaggebend ist. Ich kann ja auch eine Tarifanpassung geben, wonach Penultimo jedes Jahr ein Mehr in die Fresse bekommt. Was hältst du davon? Verfassung. Jeder Polizist über... politische Rechte, Polizeistaat. Jeder Polizist überzeugt einen Wähler, für sie zu stimmen. Sicherheit und Frieden sind Privilegien und Prioritäten des Staats. Wer das Recht hat, dazu alle Formen von Zensur und Kontrolle einzusetzen. Bürger, die von Staat verordnete Normen verstoßen haben, das Recht zensiert. Totalitärer Staat. Seltenere Wahlen. Wahlbetrug ergibt 300% mehr Stimmen und 50% mehr Rebellen. Tropico ist El Presidente und El Presidente ist Tropico. Das Äußern einer anderen Meinung ist bei Strafe verboten. Bürger haben das Recht und die Pflicht, Verstöße gegen das Gesetz zu melden. Demokratie. Obligatorische ehrliche Wahlen, die öfter stattfinden. Keine Aufstände. Ja, Wahlen. Wahlbetrug gibt 300% mehr Stimmen, aber 50% mehr Rebellen. Nee, Polizeischen. Arbeitsmarktpolitik, glückliche Kindheit, höheres Rentenalter, normale Lebenserwartung und Arbeitszufriedenheit. Alle Bürger, die das 16. Lebensjahr erreichen, müssen ihre körperliche und geistige Arbeit in den Dienst des Staats stellen. Dafür sorgt dieser für Sicherheit und Nahrung. Der Staat verpflichtet sich, Bürger zum 100. Geburtstag ihrer Arbeit zu entbinden und ihm den Ehrentitel Helden der Arbeit zu verleihen. Da hat man ja aber auch nicht mehr so viel von, wa? Arbeit für alle. Effekt Kinderarbeit und höheres Rentenalter. Lebenserwartung und Arbeitszufriedenheit sinken. Mehr, das ist schlecht. Arbeitsparadiese. Niedriges Rentenalter, hohe Arbeitszufriedenheit. Alle Bürger, die das 16. Lebensjahr erreichen, müssen ihre körperliche und geistige Arbeit in den Dienst des Staates stellen. Sie haben das Recht, die Arbeiterschaft im Alter von 55 Jahren zu verlassen, aufgrund dieses Artikels, doch nicht allein durch ihn. Ist El Presidente verpflichtet, den Staat vor dem Bankrott zu schützen? Dienst der Staatsstellen. Sie haben das Recht, die Arbeiterschaft im Alter von 55 Jahren zu verlassen, aufgrund dieses Artikels, jedoch nicht allein durch ihn. Ist El Presidente verpflichtet, den Staat vor dem Bankrott zu retten? Der zu schützen. Boah, glückliche Kindheit hört sich gut an. Bürgerschaft, Einwanderungsland. Offene Grenze erleichtert Ein- und Auswanderung. Personen, die guten Willens oder guten. Hä? Visumsprogramm, mehr ausgebildete Einwanderer. Personen, die unglücklicherweise keine Bürgertauglichen sind, doch eine Ausbildung oder einen Abschluss einer ausländischen Schule, Hochschule, Lehrstätte, Universität, Akademie oder eines Institutes besitzt, ist es erlaubt, sich in Tunk niederzulassen. Nein, das lassen wir nicht. So. Ah, er hat uns wieder Sachen abgeholt. Tabak, Zucker, Planken, Milch, Fleisch, Eis, Fisch. Exportieren sie Eisen. Ah, guck mal.
seid ihr jetzt seid immer noch nicht mehr freigesetzt, weil minus 13 Schönheit. Hier haben wir noch Obdachlose, ne? Haben wir jetzt. Warum? Ja, du, wenn ihr obdachlos seid, dann zieht doch einfach mal hier ein. Dafür modernisiere ich euch die ja meine Fresse. Was ist denn heute los mit Reden? Ah, jetzt sind sie wieder gut gesetzt. Und hier können dann auch noch gleich wieder welche rein. Profit minus 25, Profit bis heute minus 25. Oh. Automatisches Speichern. Das ist 13 Schönheit. Die ich alle mal gerne haben. Könnte ich alle mal gerne haben. Das war ganz gewaltig. Oh, was bist du für ein Ei, caramba! Verbrecherfürst. Ich dachte, die Sicherheit. Der Haltung ist schlecht. Unterhaltung. Ein Restaurant. Ein Restaurant. Das kann. Weil ich hier an der Ecke ran. Unser Mentor Lian Kane hat mir beigebracht, dass es nie zu viel Gewalt geben kann, um einen militärischen Konflikt zu lösen. Sitzen Sie zwei Militärbasen. Dazu soll ich die technischen Panzer erforschen. Wo ist ein Panzer? Panzer. Wir sind gerade dabei, den Strom zu erforschen. So. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue erweisen. Sie mögen es anders formuliert haben. Aber was spielt das schon für eine Rolle? Ja, natürlich, ich weiß, dass mich jeder Bürger unterstützen wird. Meiner. Jo, von genau gleich 10% nach unten. Ist richtig, Leute. Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Glaub's ja nicht. Warum denn auf einmal? Wir haben die Obdachlose oder was? Religion, Mist. Die Kirche darf sich dazwischen quetschen. Alter, ich bin hier überall am Bauen, ich komme gar nicht mehr hinterher. Genau, Boden machen. Exportieren Sie Eisen? Ja, ich bin noch dabei. Waren in 12 Monaten. Was Amigo? Bist du für eine? Einer? Ein was? Religiöser Anführer. Ruhe, zufrieden, Ruhe. Kein Zuhause, ich kann eine Hütte bauen oder da auf pennen. Ja, hier sind vier drinne. Profit 3. Der macht einen Profit von 3. Der macht einen Profit von 12. Profit 12. Der macht Profit 3. Alter, minus 16 Schönheit. Könnte ich bald mal gerne haben. Ja,
Er macht ein Profil von 12, weil alles voll besetzt sind. Ah, okay. Jetzt macht er auch ein Profil von 12. Also, ich muss anscheinend wirklich die dann nach und nach modernisieren, sonst will da keiner mehr, keiner einziehen. Oh, wir haben Minus. Präsidente, mir liegt... Bauen Sie zwei Kasernen. Präsidente, ich fürchte, dass die Ziele der Revolution gefährdet sind. Oh, 20 Bürger kamen Tropico an. Ups. Da haben wir noch mehr Arbeit, Obdachlose, ne? Also, die Religion kriegt ja schon was, damit es wieder hochgeht. Die Unterhaltung bekommt auch was. Und noch ein Transportbüro. Ich hab's mir doch schon fast gedacht. Ein Transportbüro. Ach ja, das war hier ganz am Anfang. Ich würde ja aber fast behaupten, dass wir so dieses Transportbüro irgendwo hier so hinstellen. Weil wir haben ja hier eins. Man könnte jetzt natürlich hier noch irgendwo eins hinstellen. Oder hier. Dass man die Gebiete mal ein bisschen dazu bringt. Dass man das Gebiet, also wo dann mehr Fahrzeuge sind und so weiter, dass man das Ganze mal ein bisschen ausdehnt, wo sowas abholen. Wobei ich würde ja fast sagen, dass das hier schon mehr bringt, das hier reinzustellen. Ja gut, wir haben hier Farmrinder. Also ich würde ja mal... Das wird so schön high. Och Leute, wisst ihr was? Ihr bekommt jetzt ein... eine kleine Gartenanlage. Frage ist auch, ob ich das Transportbüro irgendwann mal umändere. Dass hier dann auch wieder noch Grünanlagen rein können. Hier kommt erstmal noch eine Grünanlage rein. Weil die dürften ja nicht so das Problem. Minus 12 Schönheit. Minus 14 Schönheit. Weil, warum, wieso, weshalb? Ich im Endeffekt dieses Transportbüro mal umpflanzen könnte, ne? Was ihr mit eurer bescheidenen Schönheit könnt mich mal ganz, ganz gerne haben. Jetzt ist minus 12 Schönheit, also es schwankt auch ganz schön stark hin und her. Ah.